Na, wie gut, dass ich mir keine Hoffnung gemacht habe. Nach dem doch eher überzeugenden 3:0 beim SC Freiburg 2 verliert unsere Arminia das nächste Heimspiel gestern gegen Unterhaching mit 1:2. Tja, es wird irgendwie nicht besser. Aber gut, es ist so. In diesem Video reden wir natürlich über das Spiel von gestern und vor allem darüber, wie meine Meinung ist, sollen wir mit Mitch Kniart weitermachen oder sollten wir schnell handeln? Das alles seht ihr nach dem Intro. Vorher noch ganz kurz zwei Sachen. Entschuldigt bitte die Tonqualität. Die ist wahrscheinlich nicht so gut wie sonst, weil ich alles über Handy mache. Ich muss mir noch Lautsprecher für die Monitore bestellen, weil so kann ich es einfach nicht richtig überprüfen, ob der Ton gut ist oder nicht. Dann zweite Sache, schaut unbedingt bei Bielefeld und mehr vorbei. Der hat einen Stadionvlog von gestern hochgeladen. Geht zwar ziemlich lange, über eine Stunde, aber ihr seht alle Tore, alle kritischen Entscheidungen und die Stimmung von der Südtribüne und natürlich vom ganzen Stadion. Auch ich hatte da einen kleinen Gastpart. Ja, schaut gerne vorbei, lasst ein Abo bei dem Guten da und ich würde sagen, wir legen los mit dem Spiel von gestern, was leider 1:2 verloren ging. Erste Halbzeit natürlich grottenschlecht, brauchen wir nicht drum herum reden. Die 2:0-Halbzeitführung für Unterhaching ging komplett in Ordnung. Bereits nach 10 oder 11 Minuten, sorry, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, stand es dann halt 1:0 für Unterhaching. Ein bisschen unglücklich, sage ich mal so, sowas kann passieren. Kersten hatte den Ball halt erst nach der Linie im Block, sah das erst gar nicht wie ein Tor aus. So, ich dachte, gut, Kersten hat ihn gehalten, schon abgeschaltet, auf einmal rennt er halt zu ihrem Fenster aus Unterhaching. Irgendwie falsche Welt, aber gut. Wie gesagt, sowas passiert halt. Was allerdings nicht passieren darf, ist das 0:2. Also das war ja eine richtige Kette von Fehlern. Sowas geht natürlich überhaupt nicht. Mit dem krönenden Abschluss Gerrit Gulke, also den musste halt ganz anders klären. Das ging halt gar nicht. Zum krönenden Abschluss natürlich noch der abgefälschte Ball dann ins Tor rein. Ja, so stand es dann halt 0:2. In der zweiten Hälfte kam auch erstmal Unterhaching besser rein. Wie aus dem Nichts gab es dann halt Elfmeter für Arminia, den Biancardi dann auch doch richtig gut verwandelt hat, auf jeden Fall. Also den muss man auch erstmal so schießen. War ein klasse Elfmeter. Ja, und danach in Folge kam Arminia dann doch besser ins Spiel, hat das Spiel an sich gerissen, aber so richtig viel Erfolg hatten sie nun mal nicht. Den zweiten Elfmeter hätte es geben können, ja, wahrscheinlich auch eher müssen, er trifft ihn schon. Aber gut, Arminia kam ja auch zwischenzeitlich zum Ausgleich. Ja, da ist halt wieder die Sache, erste, zweite Liga, VAR, dritte Liga halt nicht. Höchstwahrscheinlich war der Ball halt noch vor der Linie, der Treffer hätte zählen müssen. Ach, aber ganz ehrlich, ich habe lieber einen Treffer, der nicht zählt, der hätte zählen müssen, als einen Schiedsrichter, der erstmal 5 Minuten zum Monitor läuft und sich die ganze Sache anguckt. Also ganz ehrlich, Schwamm drüber. Am Ende gab es dann nochmal Elfmeter für Unterhaching, den Kersten dann hielt. Arminia hätte sogar noch diesen einen Konter besser ausspielen können, dann wäre es vielleicht doch ein 2:2 geworden. Das wäre natürlich ganz wild gewesen. Aber ja, es sollte am Ende nicht sein. Resümee, erste Halbzeit natürlich unter aller Sau. Zweite Hälfte war dann besser. Man hat gemerkt, sie haben alles gegeben, noch aufs 2:2 zu kommen. Aber ja, es hat am Ende nicht gereicht. Alles in allem natürlich auf jeden Fall verdienter Sieg für Unterhaching. Darf uns in einem Heimspiel auf keinen Fall passieren, aber ach, wir sind ja Kummer und Leid gewohnt, sage ich mal so, in dieser Saison. Ja, man kann auch nicht mal von Auf und Ab sprechen, meistens ist es doch eher ein Ab. Na, nach dem 3:0 über Freiburg dachten sich bestimmt viele, ja, jetzt gegen Unterhaching nachlegen und dann wird es vielleicht besser. Ich hatte von Anfang an für dieses Spiel eigentlich keine große Hoffnung auf einen Sieg. Habe ich gleich abgeschaltet. Das war mir von vornherein klar, dass es irgendwie nichts wird. Mit einer Niederlage hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gerechnet. Aber ein Unentschieden dachte ich schon, dass es auf jeden Fall drin wäre. War es am Ende nicht. Ja, von der Stimmung her
war es natürlich, ja, wie das Spiel schon hergab, eher nicht so gut, sag ich mal. Klar, Anfangsphase natürlich gute Stimmung. Was mich ein bisschen genervt hat, waren die ganzen Pfiffe gegen den Torwart. Also klar, wir brauchen nicht drüber rumreden. Die Aktion, die er im Hinspiel gebracht hat, war scheiße. Aber jetzt bei jedem Ballkontakt auspfeifen, ich finde, das ist ein bisschen drüber. Und es nervt einfach, wenn man Stimmung macht, wenn man gerade ein Lied am Trällern ist und dann zwischenzeitlich diese Pfiffe kommen. Also, booten oder pfeiften bei den ersten 5-6 Ballkontakten aus, ja, ist in Ordnung, aber dann sollte man sein lassen. Der Capo hat es auch in der Halbzeit noch angesprochen oder kurz vor der Halbzeit. Alles schön und gut, aber jetzt konzentrieren wir uns hier wieder auf den Support und so muss das halt auch sein. So, jetzt reden wir darüber, ob es meiner Meinung nach mit Mitch Kniert weitergehen sollte oder nicht. Ich hatte nach dem Spiel, war mal eine relativ große Runde, habe ich mich mit vielen unterhalten. Grüße geht raus übrigens an euch, war eine sehr chillige Runde. Und ich weiß, ich bin mit meiner Meinung so ziemlich alleine, aber ich sag tatsächlich, man sollte an Mitch Kniert festhalten. Gib ihm bitte dieses eine Jahr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir mit Kniert den Klassenerhalt schaffen. Wenn wir jetzt allerdings die nächsten Spiele alle reihenweise verlieren und wirklich auf dem Abstiegsplatz sind und es ist irgendwie kein Land mehr in Sicht, so natürlich muss man dann handeln. So, Abstieg für Arminia wäre scheiße, ganz klar. Aber ich denke, also ich bin mir sicher, dass man mit Kniert auf jeden Fall den Klassenerhalt schafft und dann können wir nächstes Jahr neu angreifen. So, er hat bewiesen einfach, dass er es in Fair, oder er hat bewiesen, dass er es drauf hat. Er hat mit Pferd wirklich eine überdurchschnittliche Saison letztens gespielt. Und ich bin mir sicher, wenn man ihm dieses ein Jahr gibt, vielleicht noch hier und da Verstärkung für die nächste Saison mit seinen Wünschen, dann wird es auf jeden Fall besser. Bestimmt wird nicht der Aufstieg nächstes Jahr drin sein. Ich denke schon, dass es ein paar Jahre in der dritten Liga bleiben wird. Ist für mich auch in Ordnung. Ich bin jetzt generell, sage ich jetzt mal, nicht so ein Fanatiker, jetzt immer oben mitzuspielen, schnell wieder in der Bundesliga. Mir persönlich geht es einfach um die Stimmung im Block. Und ich kann auch jeden verstehen, der auf dem Sitzplatz ist oder unten im Block 3, der ein geiles Spiel sehen will. Ja, wer ein geiles Spiel sehen will, den verstehe ich voll und ganz, wenn er sagt, Mitch Kniert raus, wir brauchen einen neuen Trainer, damit wir wieder attraktiven Fußball sehen. Oben im Block 1 sieht man eh nicht so viel vom Spiel, man hat viele Farben vom Gesicht so, und da geht es einfach mehr um die Stimmung. Und ich kann da auch wirklich nur aus meiner Perspektive erzählen. Wie gesagt, wer sitzt, wer ein gutes Spiel sehen will, so, wie gesagt, kann ich alles verstehen. Aber ja, ich denke, dass es auf jeden Fall besser wird in Zukunft. Und ich weiß auch ganz genau, 90% wahrscheinlich haben eine ganz andere Meinung als ich. Könnt ihr auch sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ich kann damit super leben, wenn ich alleine stehe mit meiner Meinung. Ja, das ist ja so kurz und knapp. Kurz und knapp ist auch gut. 9 Minuten schon dabei. Zusammengefasst meine Meinung vom Spiel gestern und wie es mit Mitch Kniert weitergehen soll. Wie gesagt, eure Meinung sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr schreibt. Lasst auch natürlich gerne ein Däumchen nach oben da. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Kommentar, Daumen, Abo auf den Kanal. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich bin raus, bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit und sage, wie es auf diesem Kanal natürlich immer so schön heißt, reingehauen und auf Arminia.